Lufthansa nimmt Gebühren für den Economy-Light-Tarif, zumindest wenn man einen Sitzplatz reservieren will. Des Weiteren, die Bahn hat neue Informationen gegeben und auch Statusvorteile noch mal ein bisschen dezidierter dargestellt für die neuen Statusstufen. Und ist es immer noch der Starlines-Partner? Wir sind gespannt. Und das dritte Thema, Lufthansa und Sixt sind ja Partner. ITs haben nichts miteinander zu tun, aber die Sixt IT hatte einen Mega-Angriff. Und sie sind jetzt wieder so langsam auf normal. Wir haben heute bei einem unserer Kunden zum Beispiel wieder eine Rechnung anmahnen müssen, weil sie falsch gestellt worden ist durch diese ganze Hacker-Angriff-Geschichte. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. An dieser Stelle, wie immer, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, denkt daran, dass wir euren Kommentar liken und den Beitrag von euch dann liken und dann kommunizieren können. Ganz, ganz wichtig. Auch haben wir wieder Stammtische. Die Daten könnt ihr unten in den Shownotes entnehmen, aber wir haben im Prinzip München, Berlin und Hamburg im Angebot. Daten hatte ich ja mehrfach genannt, also meldet euch an. Dahinter ist eine WhatsApp-Gruppe, die versteckt. Da könnt ihr dann euch anmelden, damit ihr auch keinen Termin mehr in euren Wunschstätten verpasst. Lufthansa Economy Light. Das ist ein Tarif, den man mögen kann oder nicht mögen muss, sage ich jetzt einfach mal. Wer Gepäck hat, mag ihn schon gar nicht mehr. Für Senatoren gibt es ja keine Kulanz mehr. Für Hornzöcke gibt es irgendwie ab und zu noch mit dem Koffer, den man aufgibt, eine Kulanz. Aber ansonsten wird dieser Tarif immer weiter kannibalisiert. Ja, Lufthansa hat jetzt gesagt, dass man ab dem, wann ist es eigentlich, ab 21. Juni dieses neue System einführt. Das heißt also, dass man beim Check-in automatisch einen Sitzplatz zugewiesen bekommt. Und so heißt das auch auf der Webseite. Ich hatte den Screenshot ja im Vielflieger-Stammtisch gestern schon gepostet und da steht zum Beispiel drin, der Economy Light Tarif auf Europastrecken beinhaltet keine kostenlose Sitzplatzreservierung mehr. Beim Check-in wird Ihnen automatisch ein Sitzplatz zugewiesen. Wenn Sie den Sitzplatz ändern möchten, wird ab 21.06.2022 eine Änderungsgebühr ab 25 Euro oder 35 Schweizer Franken oder, weil es so schön war, 35 US-Dollar berechnet. Und dann geht es weiter. Die Sitzplatzreservierung auf Interkontinentalflügen ist für Passagiere der Business und First Class kostenlos. Die Sitzplatzreservierung auf kontinentalen Zu- und Abbringerflügen ist kostenpflichtig. Ja, also sehr, sehr lustig, was die Lufthansa da schreibt. Und wenn man sich dann die Merkmale anguckt oder beziehungsweise die Reaktionen anguckt auf dem Facebook-Feed, das ist also unglaublich. Man sagt jetzt einfach, dass früher die Reservierung für 12 bis 17 Euro getätigt werden konnte, das ist richtig, jetzt soll es teurer werden. Einige verteidigen das Ganze natürlich, weil man sagt, Fliegen wird endlich wieder kostendeckend und somit teurer. Die Frage ist natürlich, ob man wirklich damit kostendeckend fliegt am Ende des Tages, weil Ryanair und so weiter, die nehmen ja weniger Gebühren, weniger auch Ticketpreise, die sind ja auch kostendeckend. Und waren ja auch die Fluggesellschaften, die am meisten Cash hatten. Also insofern ist da irgendwo in der Mitte die Wahrheit. Ich persönlich finde das bei einer Fluggesellschaft wie der Lufthansa jetzt nicht wirklich würdig. Es steht ehrlicherweise nichts da, inwieweit das über den Status geregelt werden kann. Eventuell hat man Glück, wenn man Senator oder Hornzirkel ist. Ansonsten, ach ja, nee, Entschuldigung, habe ja vergessen, Hornzirkel fliegen ja die Economy. So wurde es bei der Lufthansa zumindest immer wieder gesagt. Ja, also ihr könnt ja mal unten schreiben, was ihr davon haltet, von dieser Economy Light Änderung. Ob das für euch etwas ist, wo ihr sagt, hey, ist das etwas, was mich nicht tangiert? Einmal A, weil ich nicht Economy Light fliege oder B, ich fliege Economy Light und dann ist das halt so, weil es einfach nur noch das blanke Fliegen inkludiert. Und wenn man dann schaut, ist es halt wirklich so, dass natürlich die Töchter von der Swiss und von der Austrian auch nachziehen werden, ist ja logisch. Man muss halt einfach nur gucken, wann die übernehmen und vor allem wichtig ist auch, wer einen Flug schon gebucht hat. Da denke ich ganz einfach, das ist Bestandteil des Tickets, weil das hast du ja bezahlt, das ist ja gekauft, also insofern würde ich mir da keine Gedanken machen. Und man sieht halt zum Beispiel auch, dass dieser Tarif damit immer unattraktiver wird.
Das ist natürlich etwas, was in meinen Augen klar ist, dass man die Leute natürlich dazu motivieren will, dass sie sich andere Sitzplätze oder andere Tickets kaufen. Man hat ja auch mit den Meilen, die man dort kriegt, nicht unbedingt die größte Ausbeute. Aber nichtsdestotrotz, wenn man halt billig möchte, dann sollte man auch vom Ticketpreis her billig sein. Und ich denke mal, dass wenn man das Wort billig durch preiswert ersetzt, also sein Preiswert ist, dann finde ich das mittlerweile schwierig, weil wir haben ja trotz dieser Service-Einschränkungen, die es ja ganz klar gibt, ja keine Preisreduzierung erfahren. Also wenn es jetzt wirklich gesagt worden wäre, hey, wir hätten das rausgerechnet. Nein, man hat einfach den billigsten Tarif gehabt, der eigentlich alles inkludiert hatte. Früher, da hat man dann einfach mal alles wegfiletiert über die Zeit, schnapp, 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 alles weggeschnitten und hat im Prinzip nur zusätzlich verkauft und damit die Tickets durch die Blume teurer gemacht. Ein Thema, was mich in dem Zusammenhang auch immer wieder ärgert, ist halt diese YQ, also der Treibstoffzuschlag. Viele sagen, ja, das ist halt so, Sprit wird teurer. Nur muss man auf der anderen Seite auch sagen, das hatte ich auch in dem Thread auf dem Vielflieger-Stammtisch gesagt, dass wenn der Preis für die Steuern von der oder beziehungsweise für Kraftstoffzuschläge nur erhöht wird und nicht runtergeht, wenn die Preise auch an der Börse runtergehen oder so weiter, dann hat das nichts mit Wahrheit zu tun. Und da muss man halt einfach gucken, da sollte eine Fluktuation sein. Deshalb bin ich auch der tiefsten in der Überzeugung, dass man die Flugpreise wieder so machen sollte, dass es Inklusivpreise sind. Das heißt also, wenn man mit 499 Euro wirbt, dann ist der Flug 499 Euro nicht plus Taxen, plus irgendein Quatsch, sondern das ist der Preis. Also da muss man einfach in meinen Augen mal wieder zurück zur Preisklarheit und zur Preiswahrheit. Aber auch hier kommentieren und unten hinschreiben. Bahnbonus. Ich bin ja mittlerweile anscheinend zu einem Bahnliebhaber geworden. Ich habe auch wieder einige Bahntickets im Juno gekauft, wo ich in Deutschland bin, um die Stammtische zu besuchen, aber auch andere Termine, die Messe und so weiter. Also insofern habe ich mich mit der Bahn wieder etwas mehr angefreundet. Ich finde sie jetzt natürlich immer noch nicht prickelnd, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wann ist öffentlicher Nahverkehr prickelnd? Also insofern schauen wir uns trotzdem mal Bahnbonus an und da sind jetzt ab 13.06. zusätzliche Vorteile für Statuskunden und Kundinnen. Gewohnte Vorteile sind natürlich, dass man bei jeder Fahrt und vielen Partnern Premium-Punkte bekommt. Attraktive Bahnsach- und Spendenprämien, Freikarten ab 1.000 Premium-Punkten, exklusive Bahnbonus, Ticket und Sonderaktion. Ganz wichtig ist, dass man schon ab 1.500 Punkten, die man hat, vorher waren es ja 2.000, schon Vorteile bekommt. Dann gibt es einen neuen Level, das wäre Silber, dann gibt es Gold, Platin, alles in der digitalen Bahn-App, exklusiv für Bahnbonus-Teilnehmer. Lass uns einfach mal gucken auf die Vorteile und ich bin wirklich immer noch gespannt, ob das in einer Art und Weise spannend ist zu dem Thema Starlines, ganz genau, weil wenn man Silber, Gold und Platin hört, dann ist das schon etwas, was so ein bisschen Starlines-mäßig ist. Ne? Also insofern müssen wir einfach mal schauen. Es gibt auf jeden Fall, und da klappe ich für euch die Tabelle einfach mal auf, es gibt 8 Getränke-Gutscheine, wenn man Silber geworden ist in der Bordgastronomie. Finde ich sehr gut. Ab Gold, Status, den man ab 2.500 Punkten bekommt oder ab 6.000 bekommt man ja sogar die schwarze Karte, die aber Platin genannt wird. Für mich sieht sie eher aus wie schwarze Karte, so eine Hornzirkelkarte, aber nun gut. Gibt es 12 Freigetränke und das ist etwas, was ich auch geil finde, 30% Rabatt bei der Bordgastronomie. Das wäre etwas, was ich für Lufthansa auch geil finden würde, wenn man dann zum Beispiel dort onboard etwas kauft. Warum kriegt man nicht als Hornzirkel oder als Senator Rabatte? Wäre doch eine coole Geschichte. Dann exklusiver Sitzbereich. Das heißt natürlich, das, was früher diese Bahn-Comfort-Plätze wahrscheinlich waren, sind jetzt im ICE und IC speziell gekennzeichnete Bereiche, der ohne Reservierung nach Verfügbarkeit spontan genutzt wird. Also das heißt, den gibt es dann quasi nur mit Status ab Gold oder schwarzer Karte oder Platin. Ich weiß gar nicht, warum Platin. Aber ist das mehr schwarz oder ist es mehr Platin? Ich habe das ja hier jetzt eingeblendet längere Zeit. Dann exklusive Reservierungsmöglichkeiten, heißt also Sitzplätze nach Verfügbarkeit ausschließlich für Kunden mit Status Platin reservierbar. Also insofern hat man da dann ein Freikontingent. 8 Tagespässe für die DB-Lounge gibt es ab Silber, finde ich eine sehr gute Idee. Dann Premium-Bereich kann man erst ab Hon Circle machen. Heißt also im Prinzip, wenn man sich das anguckt, da muss ich meinen Ton ausmachen, ich weiß gar nicht, warum ich den nicht ausgemacht habe. Da müssen wir doch einfach mal
ganz schnell so reagieren. Ja, also das finde ich gut. Premium-Bereich gibt es nicht für Gold. Für Gold gibt es nur den Eintritt in die DB-Lounge. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen DB-Lounge und Platin-Bereich. Hätte ich fast gesagt. Es ist quasi der Premium-Bereich. Man sollte ihn vielleicht Platin-Bereich umnennen. Aber beides jeweils für die Goldkarte, aber auch für die Silberkarte und natürlich für die Platin-Karte gibt es natürlich eine Begleitperson, die mitkommen kann. Dann Bahnbonus-Status-Service. Es gibt dann eine exklusive Kontaktmöglichkeit. Also hat man wahrscheinlich Telefonnummern, wo man dann in der Priorität nach oben rutschen kann. Ist auch eine interessante Geschichte. Man hat eine bevorzugte Betreuung im Reisecenter für alle Partnervorteile. 30 Freiminuten Call-A-Bike. Ich weiß nicht, wer von euch das schon genutzt hat. Dann zwei Mitfahrer-Freifahrten hin- und Rückreise gibt es bei Platin. Und dann gibt es so etwas wie eine Statusgarantie. Die Statusgarantie aus dem Level Platin kann höchstens eine Zurückstufung in das Level Silber erfolgen. Das heißt also im Prinzip, das nennt man im Fliegerjargon Soft Landing. Also man fließt, wenn man den Platin-Status hatte, geht man nicht auf Gold und dann auf Silber, sondern man fliegt direkt runter auf Silber. Aber bei Platin ist es halt schön, aber bei Gold gibt es das nicht. Das heißt also, wenn ihr euch nicht requalifiziert innerhalb eines Jahres, dann ist das Ding durch. Was haltet ihr von den Bahnbonus-Geschichten? Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist etwas Tolles? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, ja, eigentlich komisch, macht keinen Sinn? Was wären eure Verbesserungsvorschläge? Und was ist eure Meinung dazu? Ist es ein Starlines-Mitglied? Gespannt. Spannend ist es auch gewesen am Berliner Flughafen, als die EasyJet gesagt hat, wir machen nicht weiter. Das heißt also, dass man nur noch 11 Flugzeuge anstatt 18 Flugzeuge dort stationiert, 2,3 Millionen Passagiere weniger, 30 Millionen Umsatzausfall von dem Berliner Flughafen. Trotzdem haben die ja über 500 Millionen Verlust gemacht. Also das heißt, die werden da nicht weiter aus der Verlustzone rutschen. Naja, auf jeden Fall hat man ja natürlich in der Corona-Zeit ja auch bei EasyJet dort seine Präsenz reduziert. Jetzt wird es noch weiter reduziert. Und dann kommt Ryanair um die Ecke. Das haben sie ja in Frankfurt auch gemacht. Haben gesagt, hey, hier bin ich. Ich bin der Irre, so ist es richtig. Wir möchten einfach Absenkung der Flughafengebühren, ganz einfach. Und da muss man einfach mal gucken. Also man merkt einfach, dass Berlin wirklich nicht leicht aus der Krise kommt und dass das Konzept mit Billigfluggesellschaften dort auch nicht so aufgeht. Ryanair ist in meinen Augen auch jemand natürlich, der ein Opportunist ist, ist klar. Ist vielleicht legitim oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich persönlich finde es eher irritierend, dass man das macht. Warum? Ganz einfach, weil es, ja, es ist halt in einer Partnerschaft nicht immer sehr, sehr prickelnd, wenn man da mit der Pistole durch die Geldgeschichte rennt und sagt, billiger werden oder ich bin weg. Da muss jeder selber entscheiden, ob er mit Ryanair fliegt. EasyJet ist natürlich eine cleane Sache gewesen. Eurowings springt in diese Lücke rein, inwieweit, außer dass man das Personal abgreift und die Flüge aufnimmt direkt, kann ich euch nicht sagen. Oder ob man dann da in Berlin in einem Flughafen ist, der natürlich noch provinzieller wird, weil er weniger Direktflüge anbietet und man viele Sachen über Frankfurt oder München abwickeln müsste. Naja, das kann man einfach mal schauen, was da passiert. Und ich bin da ohne Worte. Also ich finde es einfach eine Frechheit, weil wenn man das überlegt, dass man halt in Berlin da so Probleme hat. Ne? Haftstrafe, ganz genau, Haftstrafe, das ist ein Thema, was natürlich in der Aviation nicht unbedingt gerne genommen wird oder gesagt wird, aber es gibt natürlich auch gerade in der Corona-Zeit in den USA Passagiere, die halt Haftstrafen bekommen haben, beziehungsweise Strafen bekommen haben. Kanada, ihr erinnert euch ja an den Influencer-Flug, die haben ja bei Sunwing haben sie da dann Strafen bekommen von der Transport Canada. Und da ist es halt so, dass jetzt in den USA ein Fall gewesen ist, da ist ein tätlicher Angriff bei Southwest gewesen. Es war eine Dame, die eine Flugbegleiterin angegriffen hat. Die renitente Passagierin, wie es so schön heißt, ist zu einem Problem geworden. Man muss halt einfach gucken, wie viele mittlerweile ein Problemfall sind. Und das ist viel von der Maske ja auch. Die USA-Luftaufsichtsbehörde FAA hat alleine in 2021
5.981 Zwischenfälle gehabt in Verkehrsflugzeugen, wobei alleine 4.290 wegen der Maske waren. Also dann seht ihr halt die Relation, wenn die Maskenpflicht jetzt weg ist, dann sind die schon mal wieder aus dem Ding raus. Aber so war es halt am 23. Mai 2021, als man mit der Southwest Flugnummer 700 von Sacramento nach San Diego, das war Viviana Q, Name der Redaktion nicht bekannt, weder Gurt noch Maske korrekt angelegt hat. Also das mit der Maske, das kann passieren, sag ich jetzt einfach mal, und dann wird es gerichtet. Aber das mit dem Gurt, schwierig. Auf jeden Fall zückte die 29-Jährige ihr Mobiltelefon, startete ein Video, schimpft los und verliert schließlich komplett die Kontrolle. Daraufhin hat sie auch der Flugbegleiterin mehrfach ins Gesicht geschlagen, das geht gar nicht. Und davon hat die Mitarbeiterin 3 abgebrochene Zähne und eine Platzwunde unter dem linken Auge davon getragen. Sah also aus wie nach einem Botskampf. Dann muss man einfach mal gucken, der Richter in San Diego hat einfach gesagt, Gewaltausbruch, 15 Monate Knast, korrekt. Also ich finde das richtig, dass sowas geahndet wird, weil wenn das nicht geahndet wird, das ist, also das geht gar nicht. Und dann das Nächste, was gemacht worden ist, es gab dann eine Art Bewährungsauflage, nach dem Knast nochmal 3 Jahre. Heißt also, wenn dann nochmal was passiert, Probleme. Ne? Und es gibt Schadensersatz von $26.000, den sie zahlen muss, und Geldstrafe von 7.500. Die Passagierin hat sich natürlich vor Gericht entschuldigt, ob es ehrliche Entschuldigung war oder nicht, kann ich euch nicht sagen. Und die Strafe, die Höchststrafe wäre übrigens 20 Jahre Knast gewesen, nur dass man das mal weiß. Ne? Deshalb, also Benehmen an Bord ist immer wichtig und man sieht ja auch gerade bei Lufthansa und bei anderen, dass gerade diese Maskenthematik ja aufgegeben worden ist wegen der Aggression. Und wenn man halt wirklich sieht, dass fast 6.000 Fälle gibt und da über 4.000 Fälle, also das heißt über 2/3 alleine Masken bezogen sind, dann möchte ich nicht wissen, wie der Alltag ist. Also Flugbegleiter sein ist nicht hübsch. Kunde bei Sixt zu sein im Moment war auch und ist auch nicht hübsch. Ganz einfach, warum? Es gab da ein Problem. Die IT ist ja ausgefallen. Einige von euch haben das sicherlich gemerkt, wenn sie bei Sixt ein Auto gemietet haben, fühlte man sich so ein bisschen in die Steinzeit zurückversetzt. Warum? Weil man einen Zettel bekommen hat, wo nicht der Ausdruck war, sondern wo man einfach ausgefüllt hatte. Ich kannte das noch aus den 90er Jahren. Und da gab es jetzt also diese Geschichte, dass da ein Hackerangriff war und Sixt hat daran jetzt wochenlang gearbeitet, hat ja auch wahrscheinlich richtig Geld gekostet. Das wird nicht eben in-house gemacht, sondern das wird extern gemacht. Da wird irgendein IT-Consultant beauftragt, der die Sicherheit und alles macht. Deshalb glaube ich ganz einfach, dass die ja gelernt haben. Nichtsdestotrotz ist das System anscheinend wieder aktiv, weil bei einer Buchung, die ich letzte Woche hatte, habe ich auch schon wieder einen Ausdruck bekommen. Also insofern, das lief, da habe ich auch mit der Rechnung das bekommen. Und heute haben wir auch von einem Kunden unter anderem die Mitteilung gekriegt, dass die Rechnungen wieder laufen. Und da ist dann Folgendes passiert, die Rechnung ist nicht richtig. Das heißt also, wenn ihr jetzt von Sixt eine Rechnung bekommt, schaut euch die Rechnung einfach genauer an. Warum? Weil Fehler passieren. Bei der Rechnung vom Kunden, kann ich euch kurz sagen, ist dann was anderes berechnet worden. Und zwar war bei ihm dann berechnet worden der Tagessatz, wo hat er es geschrieben? Und zwar ist es so, dass die Kilometer falsch sind, was natürlich bei Freikilometern eher Wumpe ist. Aber die Einweggebühr ist falsch. Und dann gab es natürlich noch einen Standortzuschlag, der teurer geworden ist. Also insofern schaut euch das Ganze an. Der Kollege hatte das am First Class Terminal abgegeben. Insofern in Frankfurt. Ja, habt ihr auch Probleme gehabt mit Sixt? Was waren eure Erfahrungen mit Sixt? Hoffentlich sind sie nicht so schlecht wie die Erfahrungen bei Herz, wo in Amerika Leute ja in Knast waren. Hatte ich auch von erzählt. Dann haben wir für euch noch einen Deal des Tages. Und zwar der Deal des Tages ist auch in meinen Augen ein interessanter Deal. Warum? Ganz einfach, weil es ein Business-Class-Deal ist. Mit der United oder auch mit der Lufthansa-Gruppe zu fliegen, heißt also Lufthansa oder Swiss von Chicago aus nach Johannesburg, nachdem man ja jetzt logischerweise da einfacher in den USA einreisen kann, aber auch in Johannesburg einreisen kann. Und ihr könnt dann mit dem Deal
leider nur 100% der Meilen mitgeben, weil es eine Buchungsklasse P ist. Aber der Preis ist in meinen Augen relativ geil. Bei 2.500 Dollar ist die Base Fare und ein bisschen drüber gibt es natürlich ein paar Taxen und so weiter drauf. Und es sind vor allem zwei Stopover erlaubt, die man machen kann, entweder in Frankfurt, München, Genf, Wien, Zürich, Brüssel, Berlin, Düsseldorf, Lissabon, in Porto oder in Reykjavik oder in PDL. Ist das PDL? Warum weiß ich PDL Airport nicht? Da gucken wir doch für euch direkt nach. Das ist Ponta Delgada in Portugal. War mir nicht geläufig. Aber again, what learned, wie man im Englischen sagt. Ja, also einfach mal schauen, was es da gibt. Von den Meilenwerten her kann man natürlich ungefähr sagen, was es gibt. Wenn man das bei der Lufthansa-Gruppe gut schreiben lässt, sind das 19.000 paar kaputte Punkte, also 20.000 Punkte. Und was gibt es noch zu dem Tarif zu sagen? Minimumaufenthalt ist natürlich am Sonntag. Man kann also einen Direct Turnaround machen. Und was auch wichtig ist, 14 Tage vor Abflug muss man buchen. Könnte man also quasi noch in den Juni schieben und da von der Aktion profitieren, wo es doppelte Meilen gibt. Aber das wird natürlich knapp und wahrscheinlich wird es den Tarif dann auch so nicht geben. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Takeoff mit eurer täglichen Dosis zu Meilen, Punkten und Status. Ansonsten natürlich wie immer denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, kommentieren und ein Like dazulassen, aber auch zum Stammtisch zu kommen. Kommt nach Berlin, kommt nach München, kommt nach Hamburg. Ich freue mich, euch persönlich zu treffen und auch kennenzulernen. Und wen ich auch natürlich an dieser Stelle auch mitbringe, ist wie immer der Sven. Wer in München war oder in Berlin öfters ist, kennt Sven auch. Also, freut euch auf eine gute Zeit und vielleicht geben wir ein Bier aus. Nein, ich weiß es nicht. Also, schau mal, lass das überraschen. Vielleicht gibt es, wir machen es bei Kimpton, wie bei Kimpton, machen wir auch dieses Social Password. Social Password wäre vielleicht Mr. Lars. Ich hoffe, derjenige, der sich das gewidmet habe, weiß Bescheid. Also, bis dann, ciao. Ja, nicht? Fernbedienung. Also, ich habe immer noch keine bessere Lösung als die Fernbedienung. Oh.